Im letzten Video haben wir uns bereits alle Spin-offs der ersten Generation angeschaut. Und natürlich hört es dort nicht auf. Pokémon war nach der ersten Generation ein fester Bestandteil im Leben jedes Kindes. Ein Jahr darauf entdeckte man mit dem Game Boy Color ganz neue Pokémon in der zweiten Generation. So waren weitere Pokémon-Spin-off-Spiele unausweichlich. Doch wie gut waren diese Spiele? Genau das schauen wir uns heute an. Den Anfang macht Pokémon Puzzle League für den N64. Wie der Name schon vermuten lässt, ist es ein Puzzlespiel, was sich im ersten Moment zwar relativ langweilig anhört, allerdings hatte ich durch das Hinzufügen von Pokémon und durch einen Story-Modus den Spaß meines Lebens. Das Grundkonzept erinnert dabei an klassische Puzzlespiele wie zum Beispiel Tetris Attack oder Puyo Puyo. So muss man hier farblich passende Blöcke zu einer Reihe von mindestens 3 Blöcken verbinden. Das Spiel bietet viele verschiedene Modis an, wie zum Beispiel der Zeit-Challenge-Modus, der Marathon-Modus und natürlich der Story-Modus, in dem man als der einzig wahre Ash die verschiedenen Arena-Leiter, die Top 4 und den Champ der ersten Generation besiegen muss. Es wäre aber auch kein N64-Spiel, wenn ich eine kleine Prise 3D dabei wäre. So gibt es das schwere Stufe zum normalen Spiel auch den 3D-Modus, in dem man die Spielfläche rotieren kann, was das Spiel für mich als Smallbrain fast schon unmöglich schwer macht. Gehen wir aber mal weg vom Puzzlespielen. Was? Gehen wir nicht? Ja, was soll ich jetzt sagen? Meine Fresse, ey. Wo wir doch gerade so schön am Puzzeln sind, wie würde es dir gefallen, unterwegs zu puzzeln? Ja, ganz gut. Dann habe ich das Richtige für dich. Pokémon Puzzle Challenge. Das genau gleiche Spiel für den Game Boy Color. Und wieder mal muss ich sagen, echt spaßig. Wie auch im N64-Teil bekämpft man einen ständig wachsenden Haufen von farbigen Klötzen, indem man mindestens 3 gleichfarbige Klötze zu einer vertikalen oder horizontalen Linie verbindet. Der kleinere Formfaktor macht es aber zu keinem schlechteren Spiel. Im Gegenteil, das Spiel passt, wie ich finde, besser auf einen Handheld, was vermutlich an der ikonischen Tetris-Game Boy-Kombi liegen wird. Das Spiel besitzt ebenfalls mehrere Modis. So spielt man im Challenge-Modus den Protagonisten Claren und reist durch die Johto-Region. Seiner Reise bekämpft man die 8 Arena-Leiter der Region. Hier wird das Pokémon des Gegners mit seiner Lebensanzeige angezeigt. Dieses kann im Kampf einige Hindernisse erschaffen. Kombos, Ketten und Aktionsblöcke sorgen für Schaden beim gegnerischen Pokémon. Wie ich finde, sehr, sehr spaßiges Spiel. Dieses Mal gehen wir aber nun wirklich weg vom Puzzlespielen und gehen über in einen Kampf auf Leben und Tod in Pokémon Stadium 2 für den Nintendo 64. Das Spielprinzip entspricht dem des Vorgängers. So stehen sich wieder mal dreidimensionale Pokémon im Stadium gegenüber, bereit sich zu zerfleischen. I like it, Kudji. Zusätzlich ermöglicht das Spiel freie Kämpfe, Blitzkämpfe, Minispiele, den Lehrgang in der Pokémon-Akademie und die Arena-Leiterburg, in der alle Arena-Leiter der zweiten Gen nacheinander besiegt werden können. Kämpfe mit Leih-Pokémon sind zwar wieder möglich, allerdings lassen sich Pokémon, wie auch schon im Vorgänger, durch Anschluss der Pokémon-Edition mithilfe eines N64-Transfer-Packs auf das Spiel übertragen. Dieses Mal ebenfalls mit der zweiten Generation. Die Kämpfe sind wieder mal super inszeniert und jedes Pokémon besitzt durch seine Bewegungen und Ausstrahlung eine gewisse Persönlichkeit. Zudem fühlt man sich durch den Kommentator wirklich wie in einem echten Pokémon-Kampf. Wow, auf die Bretter! Kommen wir aber nun zu einem weiteren Nachfolger einer beliebten Spin-off-Reihe, und zwar Pokémon Trading Card Game 2 für den Game Boy Color, was allerdings nur in Japan erschienen ist. In diesem Teil geht es einerseits darum, alle Pokémon-Karten zu sammeln und andererseits darum, das Team Great Rocket zu besiegen. Das Spiel enthält nun 411 statt früher 228 Karten. Zudem ist die Insel erweitert worden und man kann wahlweise als Junge oder Mädchen spielen. Gameplay-mäßig hat sich bis auf die neuen Karten so gut wie nichts geändert, jedoch wurde vor allem grafisch am Spiel geschraubt. So wurden alle Karten des Original Spiels überarbeitet und mit neuen Farben bestückt, sodass diese anstatt nur einfarbigen Farbpaletten mehrere Farben anzeigen konnten. Alle Karten sind sehr nahe an den Originalkarten dran und sehen für die geringe Pixeldichte wunderschön aus. Außer du, was bist du? Das Ziel von Great Rocket ist es, die Trading Card Insel zu beherrschen und die legendären Karten zu stehlen. So gilt es, sie aufzuhalten. Wer das Spiel spielen will, kann es sich ganz einfach mit der Übersetzung herunterladen. Dazu muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie legal das ist. Für die nächsten Spiele muss ich erstmal eine ganze Konsole erklären. Der Pokémon Mini war ein winziger Handheld von ungefähr der Größe einer Streichholzschachtel, in dem man noch winzigere Cartridges einlegen konnte und man so seine Pokémon-Sucht überall ausleben konnte. Wie auch der Pokéwalker bestand der Bildschirm aus einem einfarbigen Schwarz-Weiß-Display. Der Pokémon Mini hat überraschend viele Funktionen für den geringen Formfaktor, wie eine integrierte Uhr, einen Vibrationseffekt, eine Infrarotschnittstelle und einen Schocksensor, der auf Bewegungen wie zum Beispiel Schütteln reagieren kann, wovon viele Spiele Gebrauch machen. Wo wir gerade bei Spiel sind, schauen wir uns einfach mal die putzigen Module an. Den Anfang macht Pokémon Party Mini, eine Mini-Minispielsammlung für den Pokémon Mini. Oh Gott. Das Spiel besitzt 6 verschiedene Minispiele, die über das Hauptmenü gespielt werden können. Um alle Spiele durchzugehen, wird es nun Zeit für ein Schnelldurchlauf.
Pikachus Raketenstart. Man muss Pikachu zum Laufen bringen, sobald Elekid das Signal gibt. Punktrichter Lushuking. Der Spieler spielt Lushuking, der Richter eines Tennisplatzes. Ziel des Spiels ist es, die vorbeiziehenden Tennisbälle zu beobachten und je nachdem, wo sie landen, zu erkennen, ob der Ball innerhalb oder außerhalb des Tennisfeldes gelandet ist. Chaneras Dribbel. Der Spieler muss mit Chanera den Ball so schnell wie möglich ins Ziel schießen. Bluebellas Tanz. Der Spieler muss als Bluebella mit zwei anderen Bluebellas tanzen. Ziel ist es, die Tanzbewegung der beiden anderen Bluebella so lange wie möglich perfekt aufeinander abzustimmen. Nocturns Boxen. Der Spieler befindet sich als Nocturn in einem Boxkampf mit Macholo. Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Sneebels Fakeout. Der Spieler spielt als Sneebel Basketball gegen ein anderes Sneebel. Dies ist das einzige Spiel in Pokémon Party Mini für zwei Spieler. Das offensive Sneebel muss an den defensiven Sneebel vorbeikommen, um zu gewinnen. Schlachtfeld. Ein Koop-Modus, in dem man sich mit mehreren Pokémon Minis verbinden kann und so die verschiedenen Minispiele nacheinander durchspielt und der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Das wären alle Spiele für diese Collection und ich muss sagen, ich find's krass, wie viel auf so ein kleines Modul draufpasst und dann sogar noch mit Multiplayer-Funktionen. Weiter geht es mit Pokémon Pinball Mini. Ja, natürlich darf hier auch kein Pinball-Spiel fehlen. Jedoch weicht das Spielkonzept deutlich von seinem größeren Bruder ab. So sind hier nicht zwei Flipperhebel die Steuereinheit, sondern der Spieler steuert ausschließlich einen Kolben in Form eines Pokémon, welches ein- und ausfährt und somit den Ballanschluss gibt. Das grundlegende Ziel ist es, einen Highscore aufzubauen und den Ball in verschiedene Löcher zu schießen. Nebenbei kann der Spieler auch Pokémon mit dem Pokéball fangen, die dann im Spielgeschehen helfen. Das Spiel besitzt drei Modis, der wichtigste davon ist aber die Quest, eine Art Abenteuermodus bestehend aus 70 Leveln. Hier muss der Spieler nach und nach alle Level durchspielen und fängt zwischenzeitlich alle nötigen Pokémon. Pinball Mini ist, wie ich finde, eins der besten Pokémon-Minispiele. Es ist mega simpel, süchtig machend und einfach zu bedienen und passt deswegen perfekt auf einen derart kleinen Handheld. Weiter geht es mit weiteren Puzzlespielen. Ich glaub's ja nicht. Mit Pokémon Mini Puzzle Collection. Es ist, wie schon der Name sagt, eine Minispielsammlung aus Puzzlespielen. Hört ihr das? Es wird Zeit für ein Schnelldurchlauf. Im Motion Puzzle muss der Spieler verschiedene Kacheln so drehen, dass am Ende ein Pokémon rauskommt. Die Kacheln sind jedoch ständig in Bewegung. In Shadow Puzzle muss der Spieler verschiedene kleine Formen so legen, dass sie am Ende in eine größere Form hineinpassen. Die Form stellt dabei immer eine minimalistische Silhouette eines Pokémon dar. In Rescue Mission muss der Spieler ein Schieberätsel absolvieren, um ein Pokémon zu befreien. Das wären dann auch schon alle Spiele in dieser Collection. Weiter geht es mit einem weiteren Ableger für den Pokémon Mini, und zwar Pokémon Sandy Cards. Eine Kartenspielsammlung mit vier verschiedenen Kartenspielen, darunter Combo King, Sieg 7, Duo Duell und König Solo. Und nein, ich werde die vier Kartenspiele jetzt nicht erklären. Dank des eingebauten Infrarotsensors des Pokémon Mini kann man die Kartenspiele gegeneinander spielen. So können bis zu 5 Spieler an Combo King und Sieg 7 und 2 Spieler am Duo Duell teilnehmen. Was echt erstaunlich ist. Dazu benötigt man aber erstmal 5 Freunde und noch 5 Pokémon Minis. Ein weiteres Spiel wäre Pokémon Mini Shock Tetris. Ihr könnt euch bestimmt denken, was man da so macht. Einzige Abweichung im Vergleich zum normalen Tetris ist hierbei die Möglichkeit, die Blöcke mithilfe des Shocksensors zu drehen. Das wären erstmal alle Pokémon Minispiele, habe ich gedacht. Aber nein, es muss ja noch 5 weitere Spiele geben, die nur in Japan rauskamen. Also wird es mal wieder Zeit für ein Schnelldurchlauf. Pokémon Puzzle Collection Volume 2. Wie der erste Teil, nur mit 80 neuen Puzzles. Pokémon Race Mini, ein Wettrennen in Jump'n'Run Levels. Pichu Brothers Mini, eine Sammlung von 6 Minispielen für eine oder mehrere Spieler. Togepi's Adventure, in dem Togepi an Fallen vorbei durch die Stockwerke eines Turmes geleitet werden muss. So, das waren aber jetzt wirklich alle Pokémon-Spin-offs der zweiten Generation. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den verschiedenen Spielen rein und wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch weitere Videos von mir ansehen. Nochmals vielen Dank fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.